Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind hier am Wasserprojekt, das wir hier weiterbauen wollen. Der Mordrak hatte geschrieben, dass er doch sehr gespannt ist, wie das hier so wird. Und wir hatten noch die Luft, die uns hier fehlte. Ne? Aber wird ja mehr. Und da unten auch. Hier sind ja die Zuleitungen dafür. Da müssen wir jetzt erstmal den Sauerstoff reinpumpen und den Kohlendioxid muss dann da rausgedrückt werden. Kriegen wir hin, denke ich mal. Aber erstmal machen wir hier unten mit dem Wasser weiter. Und zwar graben wir erstmal hier gerade das Stück frei. Und zwar bis dahin. Ja. Dann werden wir hier, können wir auf der Seite eigentlich schon mal machen. Ein Ziegel. Granit passt schon. Bis da hochziehen und natürlich auch noch da. Ja, hier ist wichtig, dass das sofort gemacht wird, damit hier die, keine Ahnung, Chlorgas nicht hochkommen, ne? Er ist ja schon kräftig am Bauen. Hat er den auch schon gemacht? Es ist die Frage, was er zuerst hier macht, ne? Hier müssen wir das natürlich auch zumachen. Und die Pumpe ist gleich fertig. Achso, die brauchen noch Strom, den habe ich noch gar nicht gemacht. Nacht ist eingetroffen. Den machen wir mal schnell nach da wenigstens. Wieso geht der da nicht weg? Und was ist das gerade für ein Jingle gewesen? Nahrungsmangel, 1200, lange Arbeitswege, ist auch klar. Neuer Eintrag. Ich weiß nicht, ich musste was an meinem System ändern und das könnte sein, dass es damit zu tun hat oder so. Ich weiß es nicht. Diese Sachen, Einträge sind aber schon länger, ja, der Zyklus 3 und sowas, weiß ich jetzt nicht. So, da wird auf jeden Fall was getan. Zyklus 48 sind wir nämlich schon. Ressourcen. Also, die Musik ist jetzt komisch, die ich da höre, ne? Okay, der Tageszyklus ist weitergelaufen. Und die sind alle beschäftigt, passt schon. Die Musik ist anders. Gab es da neue? War ein Update da? Hört sich jetzt so ein bisschen. So, wir sollten hier noch eine Rutschstange vielleicht hinbauen. Doch, da waren wir schon richtig. Oh, kein Material dafür mehr da, das ist schlecht. So, geht schon, oder? Mal gucken. So, er ist schon kräftig am Arbeiten, ne? Und kein Sauerstoff hier unten. Ist denn hier unten irgendwo Sauerstoff? Da war eine Sauerstoffblase wahrscheinlich gerade, ne? Hier ist Sauerstoff drin, interessanterweise. Ja. Er ist kräftig am Arbeiten auf jeden Fall, ne? Er ist auch der Einzige, der hier arbeitet. Die anderen sind anderweitig beschäftigt. Wie sieht's mit Essen aus? Ist gerade wieder ein bisschen mehr geworden. Ist die Frage, wie lange er da unten bleiben kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Sinn macht. Das müssen wir mal aufräumen, oder? Da haben wir noch nicht mal das. Kohlenbalsamlinienblume.
Keine Ahnung, wo wir das reintun. Müssen wir mal gucken. Balsamlinienblume. Wo soll Lager nicht verfügbar? Wo soll denn diese Blume rein? Das ist die Frage, ne? Da oben müssen wir mal neue bauen. Wir haben einen intelligenten Lagerbehälter jetzt. Den baue ich mal dahin. Aber baue erstmal noch so ein. Und dann gucken wir uns das mal an. So, das ist soweit fertig. Das bedeutet, wir können da unten noch einen Ziegel tauschen. Und jetzt wird das mit dem Gas dann so ein bisschen das Problem werden, ne? Ich hoffe, der baut das sofort wieder zu, wenn er kommt. Da ist ein Samen, aber das ist doch kein Samen, ne? Ach so, die ist zu entwurzeln dann, oder was? Balsamlilie. Die entwurzeln wir. Okay, da unten hat es geklappt, den Baum, den Dingen zu machen. Jetzt machen wir den da nochmal hin. Okay, da wird auf jeden Fall das Becken zugebaut. Also sie sind ja schon mal hier beschäftigt, ne? Dann sollten wir da schon mal mit einer Leiter hier anfangen. Die wir da einfach hochziehen, oder? Allerdings nicht so ganz so hoch. Wir brechen das hier vorher erstmal zweimal ab da. Und dann höhlen wir das peu à peu aus. Müssen wir ja so machen irgendwie, ne? So geht's dann erstmal. Okay, die Rutschstange wird schon fertig. Ach, da oben ist sogar ein ganzes Stück schon. Cool. Ja, da müssen wir mal schauen, ne? Wie wir da weiter vorgehen, ja. Hier wird noch nichts gemacht. Da unten, also der Einzige, der gut arbeitet, ist hier er hier, glaube. Da gibt es einen Sauerstoffmangel. Dann geht er hoch. Ah, jetzt wird hier natürlich zuerst gemacht. Ne, das wollen wir nicht. Das bedeutet, wir machen mal gerade das weg. Erstmal hier unten fertig werden. Wo geht der hin? Er geht da erstmal Kupfer holen. Ja. Er ist am Essen, er auch. Forschung abgeschlossen. Dann machen wir eine neue wahrscheinlich. Was haben wir hier? Entsalzer, Herzreiniger. Das sind ein paar Sensoren. Gehen wir erstmal so, zack. Juicer, das ist, was ist das hier? Gasherd, okay. Ja, Essen wäre vielleicht noch sinnig, mal was zu machen, oder? Komm, machen wir erstmal das. Und Nahrungsmangel haben wir. Es wird auch einer verhungert. Okay. Das gestaltet sich dann noch schwierig. Die hatten wir abgeschlossen. Das war die Tierfalle und sowas hier. Und da haben wir noch den Tiersensor, okay. Okay, hier geht's noch nicht voran. Das müssen wir noch gucken, wann das was wird. Hier oben. Ich glaube, wir setzen hier unten mal eine Prio rein. Mach da mal eine Prio rein.
Hier, das muss doch immer, kann doch immer. Ah, ne, da ist das Wasser, kommt da durch, alles klar. Hier ist kein Wasser mehr da. Komischerweise geht das nicht darüber, ne? Hm. Hier gibt's auch noch Sauerstoffmangel. Wieso kommt hier kein Sauerstoff rein? Hier ist voll, das ist klar, weil es da produziert wird, aber hier wird nichts reingepumpt. Dabei läuft doch da was rüber, oder? Hier oben ist alles gut. Dann machen wir hier mal 50 Gramm mehr rein, oder? Und da ein bisschen weniger. Wir haben einen Duplikanten, der aufsteigen kann oder eine Verbesserung hat. Frankie. Entweder Elektrotechniker oder Klempner mit aufräumen. Ich glaube, wir machen den Klempner. Ach, den Klempner hatten wir schon. Naja, ist egal, da waren drei ja schon. Da braucht man nur einen, dann geht das als nächstes. Das läuft erstmal soweit. Das Wasser kommen sie hier nicht dran, ne? Müssen wir gucken, wie das weitergeht. Hier der Kübel muss da noch weg. Da kriegen wir alles hin mit der Zeit. Was fehlt hier oben? Körpertemperatur. Okay, da ist zu kalt oder was? Wie ist denn da mit Temperatur? Wo ist denn hier die Temperatur gerade? Okay, ist das zu warm da oder was? Könnte sein, ne? Dann funktioniert das da halt nicht. Mehlholz. Müssen wir mal schauen, wie wir das noch hinkriegen dann. Das können wir auf jeden Fall beides zerlegen. Und hier könnte eine Tür hin. Gucken wir mal. Wie sieht es hier unten aus? Oh, hier ist ein Raum, den wir gerade entdeckt haben. Sehr krass. Okay. Mach das mal so und setz da die Prio drauf. So haben wir es erst. Gut, Nahrungsmangel, 1200 Kalorien. Hier oben ist doch was zu ernten, oder? Ah ne, die wächst noch. Die drei wachsen nicht. Müssen wir mal schauen. Wie weit sind wir denn hier jetzt? Geht's noch nicht voran. Die Rutschstange ist immer wieder unterbrochen. Das ist nicht gut. Ah, da rutscht da so ein kleines bisschen runter. Jetzt wird hier gebaut. Granit kommt schon. Okay. Da wird geliefert und gebaut. Und schon fertig. Super. Sauerstoffmangel. Kriegen wir aber in den Griff, denke ich. Ah, das Wasser ist jetzt mal wieder ein bisschen nach da zur Pumpe gekommen. Okay. Ja. Schmutzige Wasser müssen wir aufpassen, dass das nicht voll wird. Wir haben hier noch Wasser, ne? Was holt er da jetzt was weg? Ach, der räumt auf, okay. Nahrungsmangel, 1200, 2000 gerade gestiegen. Ja, die langen Arbeitswege haben wir, ich weiß. Aber er macht jetzt hier weiter, oder? Ja. Lieferung ist da. Und er ist derjenige, der baut, oder was? Nee, auch nicht. Nochmal geliefert. Ja. Haben wir denn irgendwo überhaupt eine Stelle, wo wir Essen zubereiten?
Wir haben gar keinen Grill hier, oder? Der Matschregel wird wo gemacht? Da. Okay, hier können wir gucken, dass wir jetzt da was reinkriegen. Nährstoffreiche Erde, organisch. Da hätte ich jetzt natürlich die Pflanze hingeschickt. Tierei, Samen. Nee. Medizinbedarf. Landwirtschaft. Okay, das ist eine industrielle Zutat. Alles klar. Dann ist die ja schon mal da gut wegzulegen. Hier unten ist jetzt fertig. Das bedeutet, wir können jetzt hier noch eine Stufe mehr, kannst du auch beides dann machen und ausgraben, machen wir weiter. So, dann sind die damit beschäftigt. Das geht noch was rein. Die produzieren gerade Strom. Sauerstoff wird gemacht. Wie sieht's denn mit dem Sauerstoff hier jetzt aus? Nicht so dolle, irgendwie. Ach, der kommt woanders weg, der Sauerstoff. Wo kommt denn der hier weg jetzt? Oder sieht das nur so aus, dass der woanders wegkommt? Ne, das sieht nur so aus. Die Pumpe geht dahin, alles ist gut. Okay. Aber eigentlich sieht das nicht verkehrt aus, was hier passiert. Hier geht's mal runter und mal rauf. Das ist auch sehr interessant. Also der umstellen war sowieso Blödsinn dann, ne? Aha, ich sehe schon, wo das ist. Der geht ja da mit rein, ne, oder? Und die Pumpe pumpt 100% da rein. Also können wir den doch hier dicht machen. Der kann doch zu. Da braucht er momentan gar nichts durch, oder? Weil wir hier hochpumpen. Okay, wird werden. Hier wird schon aufgeräumt. Das Wasser wird da weggepumpt. Hier wird es immer voller. Hier unten ist schon gut gearbeitet worden. Ich hoffe, wir hatten da nicht den Fehler hier. Nein, hatten wir nicht. Läuft also. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir hier... Das reißen wir erst ab noch hier und bauen da einen Weg rein. Und dann kriegen wir die Sachen dann nachher auch alle raus, oder? Jetzt baut er erst nach da oben, auch sehr interessant. Die Rutschstange ist auf jeden Fall fertig. Sind alle happy, dass er das da oben macht. Und die räumen dann schon auf. Ja, Sauerstoffmangel da, ganz klar. Das hier ist schon ziemlich fertig mit der Pumpe. Das ist schon mal cool. Ja, wir sind noch am Wasser dran, ne? Und ja, an anderen Dingen auch noch, die wir hier noch machen müssen, ne? Hier oben ist jetzt eine Pumpe und eine Batterie. Wo ist denn da der Strom? Nee, das ist Licht. Wir brauchen, wollen Strom haben. Das ist nur für die vier Lampen da. Okay, Nahrung. Haben wir hier einen Elektrogrill, den wir noch nie benutzt haben, ne? Essen ist da.
Dann machen wir jetzt dahin. Schließen das mit dem Strom dann an. Gut, das sollte dann auch besser mit dem Essen werden. Wie weit ist hier unten? Ja, da geht's voran. Ah, zwei sind auf jeden Fall am Arbeiten, das ist schon mal gut. Die Pumpe hat schon mal das Entscheidende gekriegt. Können eigentlich hier schon zumachen. Ich weiß nicht, wofür die Kämmerlein hier gut sind, aber warum sollten wir sie jetzt ändern? Können wir erstmal so lassen. So, da wird schon gebaut. Die Wassermenge wird auf jeden Fall hier unten reinpassen, wenn das soweit ist. Müsste man dann gucken, was man da macht. So, das ist zu. Da wird weitergebaut. Achso, wir müssen dann zur Leiter dahin. Sonst klappt das ja nicht. Ja, das machen wir so. Und dann geht auch der Weg hoch genauso wie runter, ne? Graben können wir das hier mal auch. Damit das schon mal wegkommt. Jo. Ersteindruck ist gut, oder? Das kann da weg. Das kann auch weg. Gut, die sind beschäftigt, die machen alle was. Oder die haben was zu machen. Hier ist nichts passiert. Wir haben Nahrungsmangel, okay. Oh, hier oben, der ist schon fertig. Das ist cool. Das bedeutet, dass wir da Omelettes machen. Die können wir da auch machen. Und dann haben wir da erstmal was anderes zu essen, sozusagen. Da können wir die Matschregel aus dem Verkehr ziehen, ne? Machen wir noch einen und dann ist fertig. So, der Weg dahin ist auch gut. Soweit erstmal gut. Nacht ist, hier ist einer besser geworden. Ne, das war schon richtig. Das ist der Turner. Der hat das schon hinter sich. Ja, das kann er nicht. Der kann gut bauen. Jetzt sollten wir hier zum Graben noch einen weiter machen, aber die Viehzucht hier ist noch gar nicht. Ja, komm, dann kommt er damit hin. Passt schon. Gut. Da sind wir schon mal soweit wieder ein Stück voran. Hier wird kräftig gearbeitet. Und ich mach mal das hier nochmal weg, weil das ist erstmal zu hoch, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, lass das mal so. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Decke da einbricht, aber ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Gut, wir sind aber erstmal für die Runde durch. Der Bau wird dann hier sich drauf noch weiter verlagern, das ist klar. Kriegen wir aber hin und andere Sachen, ja, dann müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Da wird geduscht, das passt ja schon mal alles. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr gefallen gefunden habt an der Folge, dann gebt einen Daumen hoch.
wenn ihr die Glocke anmacht, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Macht da ein Abo, wenn ihr noch keins habt, dann seid ihr immer frisch auf dem Kanal. Ja, und Kommentare sind auch herzlich willkommen, schreibt die rein. Wenn ihr andere Medien habt, dann teilt das Video da drauf, fände ich auch ganz cool. Und ja, dann bis zur nächsten Folge, ne? Alles klar, macht's gut, tschüss.